Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur neuesten Popshow. Ja, zuerst dachte ich habe gar nicht so wahnsinnig viel und habe deswegen eine schöne Toy-Show zusammengebastelt. Und dann kamen aber doch noch die Fun Days von Funko dazwischen. Deswegen gibt es doch einiges zu zeigen. Und deswegen quatsche ich gar nicht lange und wir fangen hier an mit dem Pizza Peter Parker. Ja, Pizza Spider-Man halt, ne? I love Pizza. Ja. Spider-Man mit einem Schwung, mit einer Pizza und einem T-Shirt ist eine super Figur. Sieht richtig, richtig schicki aus. Weiß zu gefallen auf jeden Fall. Finde ich irgendwie schick. Ne? Ich sammle zwar keine Marvel Pops, aber für Fans ist das auf jeden Fall wieder ein absolutes Muss. Für mich ein Muss ist eher das hier. Ich habe euch letzte Woche schon den passenden Skeletor gezeigt mit T-Shirt. Es gibt aber nicht nur den, sondern es gibt auch einen He-Man mit einem T-Shirt. Ja, He-Man in Glow in the Dark. Und er ist dann so golden. Das finde ich eigentlich gar nicht mal schlecht. Also die Figur gefällt mir persönlich relativ gut. Auch wenn es schon wieder genau derselbe He-Man ist, der dann ja schon 30 Mal rausgekommen ist. Naja, zwei, dreimal. Das T-Shirt ist auch fantastisch. Wird es aber wahrscheinlich wieder nicht in meiner Größe geben. Ich habe es schon nicht leicht. Das ist es halt. Ja, dann gibt es einen neuen Funko Hollywood Pop, einen Freddy Funko, Tourist Freddy. Der sieht auch ziemlich cool aus mit Hawaii-Hemd und Sonnenbrille in der Hand und irgendwie so einer Tasche und so. Wird natürlich auch wieder nur exklusiv dort zu kriegen sein. Logisch, sieht aber super aus. Gefällt mir. Ich bin kein großer Freddy-Fan, aber den finde ich gut. Ne? Ja, dann habe ich euch, glaube ich, schon gezeigt, den Bugs Bunny Diamond. Ja, der wird irgendwie in einer Variante rauskommen mit einer Blu-ray. Wahrscheinlich in einem bestimmten Land, ich weiß nicht wo, vielleicht in den USA, wahrscheinlich bei uns dann entweder einzeln oder gar nicht. Man weiß es nicht. Interessant ist es allemal und ich habe es euch hiermit gezeigt. So, dann kommt einer, den kenne ich gar nicht. Josef. Steht auf seinem T-Shirt drauf. Das gibt's als Einzelfigur und als Bundle. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Tut mir leid, ich bin da nicht so, ich weiß es nicht. Ihr wisst das vielleicht. Ich weiß es nicht, tatsächlich. Ist mir noch nicht untergekommen, der Typ. Vielleicht erkenne ich ihn auch nur nicht. Das kann natürlich auch sein. Der Name sagt mir so halt auch im ersten Moment nichts. Kann sein, dass das ein Comedian ist. Kann sein, dass das einer ist, der bei Funko arbeitet und die Figuren vorstellt regelmäßig in der Show. Keine Ahnung. Ne? Ja. Wisst ihr das? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Dann kommen neue Soda-Cans. Ja, sogar einige Soda-Cans. Ne? Wir sehen hier auf jeden Fall einen Batgirl. Wir sehen hier einen Woody Woodpecker. Wir sehen hier einen Kollegen von Captain Crunch und wir sehen hier einen Michelangelo von den Turtles. Alle natürlich wieder mit Chase-Variante, klar, keine Frage. Sehen ganz nett aus. Ich bin kein großer Fan von diesen Soda-Cans. Ich finde, die Figuren wirken sehr gedrungen, weil die Dose halt die Figur sehr beschränkt in ihrer Posenmöglichkeit. Ja, dann haben wir noch ein paar mehr gesehen. Ich habe einen Chucky gesehen. Leider gibt es kein gutes Bild davon. Deswegen kann ich ihn euch erst jetzt noch nicht zeigen. Kommt aber, sobald die offiziell rausgekommen sind, beziehungsweise die Ankündigungen offiziell sind. Hier haben wir aber noch einen Booberry. Den haben wir bis jetzt auch noch nicht gesehen. Schaut mal, so sieht der dann aus. Auch da wird es wahrscheinlich einen Chase zu geben, keine Ahnung. Dann, habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt, aber da gibt es auch ein bisschen was Neues. Und zwar die McDonald's-Pops, die kommen. Eine Zeit lang war es ja unklar, aber die kommen. Na, und tatsächlich gibt es da auch einen Fünferpack. Jawohl. Und wo das dann exklusiv sein wird, das habe ich jetzt noch nicht sehen können. Der Aufkleber ist sehr, sehr klein, man kann das nicht so gut erkennen. Aber sie kommen und es gibt die einmal einzeln, da wird man sie ganz normal kriegen können. Und es gibt ein Fünferpack, das wird dann wahrscheinlich etwas schwerer ranzukommen sein. Ja, müssen wir dann sehen. Ja, und dann gab es die Fun Days, die Funko Fun Days, da wurde so einiges angekündigt. Und zwar die Kollegen hier beispielsweise, ja. Das sind Retro-Icons im Prinzip. Retro-Figuren, Retro-Style. Und zwar Charaktere, die ich jetzt so gar nicht so zuordnen kann. Dann natürlich hier ein Mr. Potato Head. Na, ist halt auch so ein Retro-Toy. Dann sehen wir unten Dr. Bibber. Na, dann könnte das Alex Armstrong sein. Das ist einer, wo man so die Arme so lang ziehen konnte. Und natürlich eine von diesen Raupen. Diese Nachtlichtraupen, die Kinder damals in den Händen hielten. Keine Ahnung. Wozu die oberen Figuren gehören, weiß ich jetzt nicht. Könnte G.I. Joe sein, aber wahrscheinlich nicht. Das ist sicherlich noch irgendwas anderes. Vielleicht Big Jim. Wisst ihr das? Ich weiß es gerade nicht. Ich kann den nicht zuordnen. Kann ich nicht so zuordnen. Keine Ahnung. Aber da gab es eine ganze Menge mehr. Und zwar die hier zum Beispiel noch. Ja, wir sehen hier einmal eine Mrs. Potato Head und einen Furby. Furby ist natürlich geil. Wenn der nicht in Flock rauskommt, weiß ich auch nicht. Also das, den müssen sie schon flocken. Na, dann gibt es zum Spiel Clue. Das heißt bei uns Cluedo gibt es ein paar Figuren. Na, wenn sie da weitermachen, müsste es ja eine ganze Menge geben. Ne? Also da gibt es ja ein paar mehr Charaktere. Cool wäre es, wenn sie denen dann auch immer noch die Mordwerkzeuge in die Hand packen. Da weiß ich gar nicht, ob das jetzt passiert. Na, bei Clue würde es auch Sinn machen, nur noch so ein Spiel zu machen, so ein Funkoverse-Game. Ja, dann haben wir hier die, wie hießen die? Die Popples? Popples? Das waren so Figuren, die konnte man so umkrempeln und dann hatten die so ein
dann waren die nur noch so wie so ein Sack. Ja, was es damals nicht alles gab. Früher war das Entertainment für uns als junge Menschen. Ich habe aber kein Poppel gehabt. Monopoly, Mr. Monopoly, da gibt es auch wieder welches, neue Figürchen, ja, und zwar einmal den Mr. Monopoly im Gefängnis, ne? Sie gehen jetzt direkt ins Gefängnis, sie ziehen keine 4000 Euro ein und früher waren es ja noch D-Mark, oder was war das, Dollar, immer Dollar? Ich weiß gar nicht, wie hieß denn die Monopoly-Währung in einem deutschen Spiel damals in den 80ern? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Haben sie das eingedeutscht? Ich weiß es nicht. Mir ist übrigens ein bisschen warm gerade, ja. Ja, und dann gibt es noch die ersten Bilder zu den Transformers-Pops, die da kommen. Das ist eine coole Sache, also das finde ich mega geil, da freue ich mich auch drauf und ich finde Optimus und Bumblebee machen schon mal einiges her, die sehen schon mal ziemlich gut aus. Da kommen ja noch ein paar mehr, ne? Und das könnte wohl sein, dass ich die im Regal stehen haben werde. So als alter Fan ist das für mich dann irgendwie schon, ach ja, Transformers damals genau wie Masters of the Universe für mich ganz, ganz toll und dementsprechend sind das natürlich Pops, die ich gut finde, keine Frage. Ja, dann wurde ganz viel angekündigt für Mickey Mouse, Donald und so weiter. Hier sehen wir auf jeden Fall welche, die, ja, wahrscheinlich nicht so leicht zu kriegen sein werden. Ich würde fast behaupten, dass die theoretisch teilweise in den Disney Stores oder zumindest in den Disney Parks exclusive sind. Store würde ja noch gehen, da wird man ja vielleicht noch rankommen. Aber wenn sie in den Disney Parks exclusive sind, ist immer schlecht. Wobei jetzt hier nichts dran steht. Das heißt, alles, was ich jetzt sage, ist ohne Gewähr. Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass die einfach ganz normal zu kriegen sind. Wir werden sehen. Wir sehen hier auf jeden Fall so eine Bergsteiger-Mickey und einen Bergsteiger-Donald und dann noch hier so einen Ride-Donald. Und gerade bei diesen Rides, da muss man immer vorsichtig sein, wo die rauskommen. Ja, dann kommt etwas, wo ich ein bisschen überrascht war, denn Funko fängt an, alte Molds wieder aufleben zu lassen mit neuer Farbe und das kann natürlich die Fans ziemlich verärgern, finde ich. Also so eine Cheshire Cat jetzt nochmal neu rauszubringen, ist schon eine harte Sache, ne? Weil die alten sind halt sehr viel Geld wert, das werden sie wahrscheinlich auch bleiben, aber es geht immer so ein bisschen, der Wert verliert sich immer so ein bisschen, wenn eine neue Figur mit dem alten Mold rauskommt. Das ist eigentlich ganz normal und so passiert es hier mit der Cheshire Cat und mit der Alice dann ja auch. Was an der Alice jetzt anders sein soll, wird ein bisschen blass. Keine Ahnung, was da sonst noch so anders ist. Bei Target gibt es dann tatsächlich den Mad Hatter in der Tasse. Das ist eigentlich relativ nett, weil ich glaube, die bisherigen Tassen mit Alice und mit der Cheshire Cat waren, glaube ich, relativ schwer zu kriegen. Na, dementsprechend werden sich die Leute freuen, dass sie dann zumindest an den Hutmacher rankommen können. Ja, und dann gibt es noch einen Mickey-Maus-Zug. Tatsächlich, ja. Das finde ich auch eine sehr interessante Sache. Und ihr seht also zumindest die Minnie-Maus in ihrem Waggon ist Amazon-exclusive. In den USA natürlich, ne? Das heißt aber, man wird sie wahrscheinlich auch nach Deutschland bestellen können. Ist eigentlich meistens so. Na, und wo die restlichen Teile dann exklusiv sind, weiß man nicht. Man sieht oben ja auch nur drei davon. Unten drin sind ja noch ein paar andere. Da sieht man zum Beispiel noch den Pluto. Der ist jetzt auch noch gar nicht klar. Ja, finde ich aber auch schön. Also das ist was Feines. Ich finde das toll, wenn man so Pops so aneinander rein kann. Vor allen Dingen, das verleitet dann ja auch wirklich dazu, dass man sie auspackt. Ja. Ob es da wieder einen Mehrfachpack gibt, wo alle Zugteile drin sind, weiß ich nicht, weil das wäre wahrscheinlich ziemlich lang. Aber da müssen wir dann mal gucken. Ja, dann wurde noch angekündigt, dass es die Making-Fun-Dokumentation als Blu-ray geben wird und DVD und da wird dann noch ein exklusiver Pop drin sein. Man sieht die Umrisse und ich schwöre euch Stein und Bein drauf, das wird der Brian Mariotti-Pop sein. Der sieht nämlich ganz genauso aus. Macht ja auch Sinn. Ja, die Doku konnte man eine Zeit lang gucken, bei Netflix meine ich, die war ganz okay. Ich fand sie etwas sehr bezogen auf diese amerikanischen Funko-Clubs. Insgesamt hat mir das jetzt nicht so viel gegeben. Der Informationsgehalt war auch relativ gering, fand ich. Aber gut. Ja. Ich hätte da lieber so ein paar Einblicke ins Werk gesehen, wie die hergestellt werden. Vielmehr auch im Design, wie sie designt werden, die Zeichner, die da sitzen und das rausfinden, welche Teams es da gibt. Das hätte mich viel mehr interessiert. Aber gut, so war es halt ein bisschen die Geschichte der Firma und was rede ich darüber? Es kommt auf jeden Fall eine Blu-ray raus, könnt ihr euch dann vielleicht holen. Ich weiß nicht, ob sie auf Regionscode 2 kommt, aber wahrscheinlich eine amerikanische wird es auf jeden Fall geben. Ja, und damit sind wir mit den Pop-Sachen auch schon durch. Ja, tatsächlich, es war gar nicht so viel. Ursprünglich waren es tatsächlich sogar nur die Sachen bis zu dem Bugs Bunny. Das heißt, die ganzen anderen Sachen sind erst ganz kurzfristig reingekommen. Deswegen habe ich für euch, wie ich es ja auch schon mal angekündigt habe, ne, einige Sachen, die jetzt nichts mit Funko zu tun haben. Das heißt, also, wenn ihr jetzt nur Funko-Fans seid, dann könnt ihr jetzt ausschalten. Ne? Und wenn ihr jetzt aber sagt, hey, ich interessiere mich aber auch für andere Figuren und der Mike, der hat immer coole Sachen zum Zeigen, ne, dann könnt ihr jetzt einfach mal dranbleiben, denn jetzt fange ich an mit den Sachen, die nicht von Funko sind. Da haben wir zum einen die Toonie Terrors. Die sammle ich ja auch, habe ich euch soweit auch schon alle auf dem Kanal gezeigt. Und jetzt ist die fünfte Wave angekündigt worden. Das ist witzig, weil die dritte und die vierte Wave sind noch nicht mal bei uns angekommen. Ne? Aber die fünfte Wave ist angekündigt worden und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich ein bisschen enttäuscht. Warum war ich da enttäuscht? Ihr seht das schon. Zwei von den Figuren gibt es schon.
Und das sind jetzt einfach nur Bloody-Varianten von bereits bekannten Figuren. Und das finde ich ein bisschen schade, dass man jetzt schon, wo es eigentlich noch so viele andere Horror-Icons gäbe, die man machen kann, dass man jetzt schon anfängt, Figuren zu recyceln, einfach um Geld zu sparen. Und den Leuten nochmal das Geld für dieselbe Figur aus der Tasche zu ziehen. Das finde ich sehr, sehr schade. Denn die werden auch in Assortments geliefert. Das heißt also, wenn ihr die bestellen wollt und jetzt nur beispielsweise den Ghostface haben wollt, den ich fantastisch finde, ne, genauso wie den Creep. Ich glaube, das ist der Creep von Geschichten aus der Schattenwelt oder so. Keine Ahnung, kann auf jeden Fall eine von diesen Figuren sein. Wenn ihr die haben wollt, ja, dann muss der Händler tatsächlich ein ganzes Case natürlich bestellen und hat die anderen Figuren dann auch, die er vielleicht nicht los wird. Ja. Gut, ich meine, der Michael Myers mit den blutenden Augen sieht schon ziemlich cool aus. Ja, den würde man vielleicht sogar austauschen gegen den alten, wenn man das kann. Aber es bleibt dieselbe Figur. Also da bin ich jetzt nicht so begeistert, das finde ich ein bisschen schade. Hoffe aber trotzdem, dass ich weiter dran komme. Also ich denke mal, ich werde weiter versuchen, die zu kriegen, ja, und dann eben entsprechend auch zeigen auf dem Kanal. Ja. Mal schauen. Ansonsten seht ihr die in Zukunft halt auch immer in dieser Show, wenn sie denn einen News-Anteil mit Toys enthält. Das wird nicht immer so sein. Na, die Popshow bleibt eigentlich, ne, nur manchmal ist halt noch ein bisschen was anderes mit drin. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ja, es gibt auch neue Q-Fix, und zwar, das sind wieder diese großen Q-Fix. Ja, das sind diese Q-Fix Max. Die sind auch ein bisschen teurer, sehen aber auch immer ziemlich geil aus. Und ihr seht hier schon, es gibt ein Pennywise mit Spider-Legs, beziehungsweise Pennywise als Spider mit einem kleinen Georgie, der das Boot hält. Fantastisch. Für mich wahrscheinlich eine Max, die ich mir holen muss. Also die finde ich richtig geil. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich bin ja großer Pennywise-Fan, das solltet ihr inzwischen wissen. Und dementsprechend ist diese Figur für mich natürlich ein absolutes Muss. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich warte jetzt allerdings erstmal auf den normalen Pennywise. Der ist nämlich auch noch nicht rausgekommen. Der sieht auch super aus von Q-Fig. Also Quantum Mechanics. Ja, ist eine feine Sache. Und es gibt noch eine Q-Fig Max, und zwar zu Deadpool. Ja, wie auf einem vermeintlichen Einhorn. Es könnte auch irgendwas anderes sein, aber es wird wohl ein Einhorn sein. Reitet. Das ist auch wieder eine sehr, sehr große. Ich weiß gar nicht, wie groß die sind. Die sind aber auf jeden Fall, könnte 6 Zoll sein. So ungefähr. Ja, und die sind dann schon ziemlich cool. Finde ich ziemlich geil. Also auch der gefällt mir richtig gut. Ja, ist jetzt für mich kein Muss, aber für Deadpool-Fans auf jeden Fall eine feine Sache. Und ich glaube, da werdet ihr sehr viel Spaß dran haben, an so einer Figur. Ja, Kid Robot hat auch wieder zugeschlagen. Ich meine, das sind jetzt oft Ankündigungen zur SDCC. Die ist jetzt gerade die virtuelle SDCC, und da kommen natürlich auch die ganzen Anbieter wieder mit neuen Figuren raus. Deswegen auch die hier. Ja, wir sehen hier Itchy und Scratchy in einer wunderbaren Fernseherverpackung von Kid Robot. Sieht total gut aus. Ja, und das ist halt so eine Szene, wo Itchy dem Scratchy das Herz rausreißt. Das war ziemlich geil. Also sieht man hier. Fantastisch. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Gefällt mir gut. Die Kid-Robot-Figuren sind aber meistens relativ schwer zu kriegen hier in Deutschland. Also die werden zwar teilweise vertrieben, aber die sind dann halt sehr, sehr teuer. Ja, in USA kümmert sich NECA da irgendwie drum. Ja, und bei uns in Deutschland zahlt man halt richtig drauf. Also die günstig zu kriegen ist nicht so einfach. Ja, müsst ihr aufpassen, müsst ihr gucken, wo ihr die herkriegt. So, dann gibt es was Interessantes von Hot Toys. Jawohl, und zwar seht ihr hier, es ist ziemlich geil, und zwar sind das die Cos-Rider sozusagen, Cos-Baby-Rides. Na, die Cos-Babys, das ist ja inzwischen bekannt, das sind halt so ganz kleine Figürchen. Hot Toys machen ja normalerweise diese großen, wunderbar gemachten Figuren, und das sind jetzt so kleine, niedliche Figürchen, so ein bisschen auf dem Zug der Funko-Pops aufspringen, na, aber halt in anderer Variante so. Na, sie sehen eher aus wie so eine Q-Fig. Na, sind aber auch ein bisschen teurer als eine Q-Fig, muss man dazu sagen. Na, und da gibt es so kleine Figürchen, die sind dann auch nur so lütt. Na, und die haben jetzt Rides bekommen. Das finde ich fantastisch, weil die sehen auch so aus wie diese Rides, die immer von den Supermärkten gestanden haben. Ja, wo man dann sich draufsetzen kann und dann ja, eine Münze reinwerfen und dann geht's los. Finde ich total geil. Wir sehen hier Loki, wir sehen hier Star-Lord, wir sehen hier Black Panther und wir sehen hier Captain America auf seinem Motorrad. Finde ich fantastisch, gefallen mir richtig gut, finde ich sehr, sehr geil. Also das ist wirklich was, wo ich sage, wow, da haben sie sich mal richtig Mühe gegeben. Das gefällt mir super. Außerdem gibt es noch einen Deadpool in seinem Chimichanga-Truck, und auch das finde ich fantastisch, das Ding. Also das ist wirklich überragend. Richtig, richtig geil. Könnte sogar sein, dass ich da zuschlagen muss. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mir das überlegen. Also ich habe halt schon so viel Krams und ich weiß halt immer nicht, wohin damit. Aber das Ding sieht einfach toll aus. Es gibt auch welche zu DC-Charakteren, ja, die habe ich sogar tatsächlich vorher gesehen, vor den Marvel-Dingern, aber es gibt sie auch zu DC-Charakteren, und da haben wir hier unter anderem beispielsweise den Pinguin, Batman in verschiedenen Varianten, und da finde ich auch den klassischen Batman, Tim Burton-Batman mit am coolsten. Na, dann gibt es den Joker in verschiedenen Varianten, einmal als The Dark Knight und einmal aus Suicide Squad. Auch das sieht super aus, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Finde ich eine tolle Idee. Die sind schon cool, auf jeden Fall. Ja, dann gibt es was Neues von McFarlane Toys wieder, ja, und zwar nachdem Marvel Zombies ja so ein Riesenerfolg war, will DC da ja nicht zurückstecken und hat jetzt auch sowas am Start sozusagen.
Na, Quatsch, was rede ich da? Das ist totaler Unsinn, was ich hier gerade erzähle. Na, das Bild ist sehr klein. Ich meine ganz andere Figuren. Und zwar gibt es ja diese Reihe Dark Knights sozusagen. Ne? Und das ist so eine Paralleluniversumsgeschichte mit dem Joker, der dann sozusagen so ein Amalgam ist mit dem Batman. Und das ist dann der Batman Who Laughs, also der lachende Batman. Und da gibt es halt einige Figuren zu. Und unter anderem diesen Mann in der Rüstung, diesen Batman in der Rüstung, dann eben den Batman, der lacht mit diesen Spikes und diese komischen Robin-Typen. Ich bin da nicht so ganz drin in der Materie, ich weiß nicht ganz genau. Ich habe die Comics dazu nicht gelesen, finde aber die Charaktere ziemlich geil und ich finde, das sieht schon wieder fantastisch aus. Also, das wären richtig, richtig gute Figuren, muss man ja sagen. Hammer. Ja, dann kommen wir zu NECA. NECA hat endlich einen Ghostface angekündigt, und zwar einen Ultimate Ghostface. Bis jetzt gab es nur einen mit dem Stoffklamotten. Ne? Der hat dann so Stoffklamotten, den finde ich ganz nett, aber das ist eben mit Stoffklamotten. Ich finde, die Stoffklamotten legen sich immer nicht gut. Also das sieht immer komisch aus. Es sieht nicht realistisch aus. Es sieht aus wie eine Puppe. Ja, man kann das irgendwie nicht so hinkriegen, dass sich, ne, also bei so einem T-Shirt, da hast du ja so verschiedene Fältchen und so, und die liegen einfach nicht, wenn das nur so ein kleines Stückchen Stoff ist. Das geht einfach nicht. Aber der hier, der hat dann keinen Stoff, sondern der wird dann aus Plastik sein. Zumindest glaube ich das. Er sieht zumindest so aus. Und das ist ein Ghostface, den muss ich mir dann auf jeden Fall hinstellen. Der gehört dann zu meinem NECA-Horrorfigürchen. Der wird auf jeden Fall gezeigt. Also wenn der rauskommt, könnt ihr da Gift drauf nehmen, dass der bei mir auf dem Kanal gereviewt wird. Freut euch da schon mal drauf. Zu den Ghostbusters gibt es auch was Neues. Ja, und zwar ein Two-Pack, ja, mit Tully und dem Terror-Dog. Und hier seht ihr mal, wie groß der Terror-Dog ist. Und genau in dieser Sequenz, in der das gerade spielt, dürfte der Terror-Dog gar nicht so groß sein. Denn da ist der noch kleiner als Tully, eindeutig. Ja, wenn man sich die Szene im Film anguckt, ist der Hund am Anfang nämlich noch relativ klein, denn der passt ja auch in die Wohnung und der dürfte dann nicht ganz so groß sein. Der wird dann scheinbar zum Ende hin etwas größer, aber in dieser Sequenz dürfte er noch nicht ganz so groß sein. Witz an der Sache ist aber, der Terror-Dog ist eigentlich eine Buff-Build-A-Ghost. Das heißt, in den normalen Figuren sind Teile von diesen Figuren mit drin und ihr könnt euch den Terror-Dog zusammenbauen. Ja, und das hier ist dann wie so eine Entwertung der ganzen Sache, weil ihr braucht den Buff gar nicht, weil ihr könnt das Ding auch direkt kaufen in diesem Two-Pack. Das finde ich so ein bisschen fragwürdig. Gab es auch schon andere Leute, die gesagt haben, oh, das gefällt mir jetzt nicht so gut, finde ich nicht so toll. Schönen Gruß an dieser Stelle an den Comic-Toy-Hunter, der das auch schon aufgedeckt hat und gesagt, das gefällt ihm gar nicht. Na, der Witz an der Sache ist, die Build-A-Ghost ist Vince Clortho. Ja? Und das hier ist auch Vince Clortho. Es gibt ja aber noch einen Terror-Dog, und zwar Zool. Das heißt, man hätte ja einfach Zool in die Build-A-Ghost reinmachen können und den als Vince Clortho bezeichnen, dann wären es zwei verschiedene Figuren. Na, auch wenn die ähnlich oder gleich aussehen. Aber dann hätte es funktioniert. So ist es dann halt so, ja, wozu soll ich mir die ganzen Ghostbusters kaufen, wenn ich sowieso den Vince Clortho hier nochmal bekomme? Hasbro, da hättet ihr vielleicht ein bisschen schlauer sein sollen. Naja, gut. Gehen wir nochmal weg von Hasbro, gehen wir nochmal zu, ich glaube, nochmal zu McFarlane Toys. Ich denke schon, ja. Und zwar ist da was angekündigt, eine Monsterreihe. Raw 10 oder so heißt das Ganze. Und das ist fantastisch. Das sind Monster-Charaktere irgendwie mit Technik vermischt. Und ihr seht schon, da gibt es einen großen Gorilla, den Cyborg. Der ist schon mal ziemlich geil. Also die finde ich richtig cool. Ich weiß auch nicht, wie groß die sind, das kann ich euch nicht sagen. Ich weiß auch nicht, wo man die kriegen wird. Das ist natürlich als Spielzeug vermarktet, das Ganze. Na, dementsprechend müsst ihr da mal gucken. Ich finde die allerdings fantastisch. Ich finde die Idee toll. Ich mag so Monster-Dinger, deswegen ist das was, was ich sage, oh, das gefällt mir sehr, sehr gut. Na, und ihr seht hier halt schon den Gorilla, der sieht super toll aus. Na, dann gibt es einen Haifisch. Auch der sieht ziemlich, ziemlich gut aus. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Der Hai gefällt mir nicht ganz so gut wie der Gorilla, aber egal. Dann gibt es einen Raptor. Schaut mal, das Ding ist natürlich mega fantastisch, ne? Das ist mega fantastisch. Ein Dinosaurier mit einem Metall, also toll, ganz tolle Figur. Das ist was, wo ich sage, wow. Vor allen Dingen auch designtechnisch, ja, die Farben, das gesamte Design, die Verpackung, das ist super. Sowas mag ich, das finde ich toll, das ist toll. Und sowas sollten Kids auch heutzutage noch haben zum Spielen. Na, und zum Schluss gibt es noch die Rattlesnake hier, oder wie das Ding heißt, und das ist halt eine Klapperschlange. Auch die sieht toll aus. Machen sich, glaube ich, auch gut, wenn ihr Masters of the Universe-Figuren habt zum Spielen, wenn die Größe haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie groß die sind, aber wenn die so groß sind, könnten das tolle Kreaturen sein, gegen die zum Beispiel euer He-Man kämpfen kann. Wenn ihr da so Displays machen wollt oder vielleicht sogar mit den Figuren spielt, wer weiß das schon. Ja, damit bin ich fast durch. Ich habe nur noch eine Sache, und zwar einen Megatron. Megatron. Und zwar sind jetzt die Figuren zu War for Cybertron, da gibt es ja schon die Siege-Figuren, die Earthrise-Figuren,
und. Und jetzt gibt es noch Figuren, die direkt den Bezug zur Netflix-Serie machen, indem auf der Packung sogar Netflix draufsteht. Das finde ich ziemlich cool. Und dieser Megatron sieht fantastisch aus. Und ich bin jetzt gerade dran zu versuchen, den irgendwie ranzuschaffen, damit ich ihn euch zeigen kann. Ich habe da Bock drauf. Ich hoffe, das funktioniert, dann kann ich ihn euch aus der Nähe zeigen. So seht ihr jetzt nur schon mal die Verpackung. Und damit bin ich dann noch durch für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Die Show ist dann doch ein bisschen voll geworden. Finde ich ziemlich geil. Sagt mir gerne in den Kommentaren, wie ihr das findet, wenn ich auch noch so andere Sachen zeige neben den Funko Pops. Wenn es dann mal wenig Pops gibt, ob das dann okay ist für euch. Wenn es dann so eine News gibt. Oder ob ich das gesondert machen soll in einer eigenen Show, die dann allerdings wahrscheinlich maximal einmal alle ein, zwei Monate erscheinen würde. Das könnt ihr mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten lasst mir einen Daumen da, lasst mir ein Abo da, drückt die Benachrichtigungsglocke, schaltet wieder ein und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Macht es gut, bis dahin bin ich raus. Tschüss.